Meine Leute und herzlich willkommen. Wir öffnen heute das erste Mal was von Panini hier auf dem Kanal. Und zwar geht es hier um die gute Scorebox 22-23. Ich bin gespannt, hier können auch wieder in der Blasterbox ist das, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. 1:5 in dieser Box Autogramm. Und wir haben nummerierte Karten hier. Deswegen würde ich sagen, gar nicht lange quatschen, machen wir das gute Ding auf, denn ich habe Bock, das Teil zu öffnen. Wir haben hier 20 Booster drin und in jedem Booster sind, glaube ich, 10 Karten. Score Soccer Future. Also look for random insert cards. Genau, hier hinten haben wir das nochmal, das könnt ihr euch da mal durchlesen oder pausieren. Da steht dann halt drin, was wir kriegen können. Und dann würde ich sagen, gar nicht lange quatschen, machen wir den ersten oder das erste Booster auf. Oder nee, ich hole mir erstmal den Stapel hier unten raus, damit wir die Box mal auf Seite machen können, weil die nimmt doch schon ziemlich viel Platz weg. So, Box ist leer, auf Seite damit. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Booster an. Ich bin gespannt, ich habe noch nie was vom Panini geöffnet. Die ist jetzt neu rausgekommen, hier die Box. Frisch, ich glaube, von einer Woche oder so. Und jetzt muss ich mal eben gucken. So, Manuel Neuer für Bayern München oder Deutschland. Ihr kennt es ja, ne? Spielernamen richtig aussprechen auf meinem Kanal. Stones für England. Dann haben wir einmal Tomori für Milan. Barcelona. Dann, oh, ein Gavi, sehr schön. Einen Gavi. Oh, ich liebe es ja, ne, wenn die Karten die ganze Zeit upside down sind. Dann ein Kostic für Juventus. Dann ein Fati für Spain. Diego Costa für Portugal. Ja Song Lee, Korea Republik. Und dann haben wir einmal unsere erste Karte. Eine Breakthrough Denzel Dumfries von Mailand. Sehr schön. Ich glaube, die ist auch nicht nummeriert, ne? Nein, die ist nicht nummeriert. Okay. So, mal eben hier den Bulkstapel auf Seite legen, damit ich da nicht die Sicht wegnehme. Hoppala. Ja, ein bisschen eng. Ihr seht das hier. Die ganzen Karten stapeln sich schon. Das sind die ganzen Match-Attacks-Extra-Karten. Ich muss sie halt echt mal wegsortieren, ey. Das nimmt echt viel Platz weg, wenn man hier ständig... Oh! Ich glaube, ich habe mich jetzt schon spoilern lassen. Verdammt. Okay. Antoine Griezmann für Atletico Madrid. Dann Kylian Mbappé für Frankreich. Dann Marcos Acuna für Argentinien. Ousmane Dembélé, Barcelona. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Nicolas Gonzalez für Argentinien. Dann fangen wir hier wieder an mit Upside Down, sehr schön. Christian Eriksen, Manchester United. Morten Torpsi für Norwegen. Gündogan, Manchester City. Ruben Dias, Portugal. Und Toni Kroos. Das müsste diese... Ja, ich weiß es ja schon, aber das müsste diese Wave-Karte sein hier halt, ne? Ja, sehr schön. Toni Kroos für Real Madrid. Kommt hier hin. Sleeves liegen auch schon parat, Leute, falls ich hier endlich mal was Schönes ziehen sollte. So, weiter geht's. Tchouameni für Frankreich. Havares für Chelsea. Mario Götze für Deutschland. Harry Kane für England. Sergino Dest für United States. Mohamed Salah, Liverpool. Luis Diaz für Liverpool. Dusan Vlahovic, Juventus. Vinicius Junior, Real Madrid. Und dann haben wir nochmal Toni Kroos, Score Team. Nochmal den Toni Kroos. So. Ich bin mal gespannt. Ein 1:5 ist eigentlich eine gute Chance für ein Autogramm tatsächlich.
Ich habe ja in den Match Attacks Extra Boxen relativ viel Glück gehabt, was Autogramme angeht. Da haben wir ja 3 Stück gezogen. Und, Lewandowski. Und, vielleicht habe ich ja bei Panini auch Glück. Und wir ziehen hier ein schönes Autogramm. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann auch direkt hinten liegt oder vorne liegt oder einfach in der Mitte reingeballert, wie bei den Tops-Karten. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Upp, dann haben wir hier auch wieder was Schönes. Thiago Almada Hot Rookies für Argentinien. Also wir sehen 4 Booster, 4 Hits, würde ich mal behaupten, ne? Also haben wir hier dann später 20 Karten im Hintergrund, die ich aber ja alle gar nicht dahin kriege. So, Marc-André Ter Stegen, Lionel Messi, Griezmann. Ich muss mal ein bisschen nach hinten, sehe ich gerade. Oh, der Herr Haaland. Das wäre natürlich schön, wenn wir den nummeriert hätten oder halt als Autogramm. Dann haben wir Rente, Nuno Mendes, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Harvey Elliott und dann haben wir hier eine Captain-Karte von Martin Odegaard für Norwegen. So, das war's dann auch schon mit dem, mit dem Platz. Den sieht man doch schon gar nicht hier, den Boy. So. Und dann müssen wir jetzt doppelt legen. Dann ist das halt so. So, Mason Mount, Serge Gnabry, Jude Bellingham, Pierre Kalulu, Denzel Dumfries, Pedri, Eduardo Camavinga, Kevin De Bruyne, João Palhinha und dann haben wir hier einmal Scotty Phil Foden. Score-Team haben wir doch schon, ne? Genau, dann können wir den doppelt legen. So, weiter geht's mit dem nächsten Booster. Dann sind wir gleich schon mit dem ersten Stapel durch. So. Oblak, Diaby. Gehen wir ein bisschen im Schnelldurchgang hier durch. Nicolas Süle, Wu Yingyong, David De Gea, Gengis Ünder, Julian Alvarez, Antonio Rüdiger und dann haben wir hier, was ist das denn? All Hands Team, Manchester United, David De Gea. Den haben wir noch nicht tatsächlich. Machen wir den hier auf den Rookie drauf. So. Zack, und auf Seite mit dem Müll. So, Rodrigo De Paul. Benzema, Kukrela, Nico Schlotterbeck, Jordan Pickford, Tyler Adams, Virgil van Dijk, Pau Torres, Eda Militao und dann haben wir hier einmal nochmal Thilo Kehrer, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Wave-Karte, genau, sehr schön, für Germany. Ich glaube, ich muss niesen, Leute. Ich weiß es aber gerade nicht. Ich habe ein kleines Jucken in der Nase. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So. Mike Maignan. Alessandro Bastioni. Axel Witzel. Lucas Hernandez. Carlos Soller. Oder soll er nicht? João Cancelo. Min Jem Kim, Anthony, Alex Sanchez und wir haben was von Barcelona. Oh, Jules Koundé, nummeriert zu 45. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Sehr schlecht, aber schön, dass wir so eine Wave-Karte haben als nummeriert. Das ist schön, das ist toll, da freue ich mich. Auch noch zu 45, relativ niedrig nummeriert. Das ist nicht schlecht. So,
Du kommst dann dahin, Kollege. Unsere erste, ich glaube, 3 sind drin oder 4. Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Sterling. Pedri. Paulo Dialba. Christopher Nkuku. Koulibaly. Jack Grealish. Ruben Neves, Timothy Ware, Trent Alexander-Arnold und dann haben wir hier den nächsten Rookie. Das ist Fabio Miretti für Juventus. Und dann sind wir jetzt schon bei dem nächsten Stapel. Müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Ich muss gucken, ich muss sie tatsächlich gerade öffnen, weil sonst spoilere ich mich tatsächlich. Ich habe nämlich schon gerade gesehen, dass da eine Rookie-Card drin ist. So. Und dann haben wir einmal Yannick Carrasco, Raheem Sterling, Theo Hernandez, Lautaro Martinez, Jeremy Pino, Luka Modric, Nuno Tavares, Thiago Almada, ja, da war richtig, Phil Foden. Und dann haben wir die nächste Breakthrough-Karte von Bukayo Saka für England. Kommt dahin. So. Ja, jetzt mache ich die schon wieder so auf. Ist ja auch egal. So, Cookie. William Saliba. David Zima. Palikos Franz. Frank Kessi. Christian Torstedt, glaube ich. Ach, Leute. Ferran Torres. Gerson, Rookie-Karte sehe ich gerade. Juan Cuadrado, hoffe ich mal. Und dann haben wir den nächsten Scott-Team-Boy hier. Marc-André Ter Stegen für Barcelona. Zack. So, und ich gebe mir jetzt mal Mühe, das so zu öffnen, das Booster. Ohne uns zu spoilern, dann dauert das halt 3 Sekunden länger, das Ding zu öffnen. Aber dann ist die Überraschung größer. So. Thomas Müller. Sehr schön. Oh, direkt 2 Karten. Phil Foden, Marcus Rashford. Darwin Nunes. Nunes, Alter, wie komme ich denn auf Nunes? Karim Benzema. Matteo Guendouzi. Und wir haben wieder irgendwas nummeriert, nicht nummeriert. Wir werden es sehen. Oh, zu 65 William Saliba für Frankreich. Die 62 von 65. Sehr schön. Zack, rein damit. Leute, wenn dieses Video... Ich sag mal, ich bin ja nicht so gut mit Likes hier auf dem Kanal. Aber wenn das Video 10 Likes kriegen sollte, dann öffnen wir noch eine zweite Scorebox, würde ich sagen. Ich habe nämlich noch eine hier rumfliegen. Und ja, wenn das Video 10 Likes kriegen sollte, dann werden die wahrscheinlich auch öffnen. Ich bin gespannt. Natürlich muss jetzt jeder durchgucken. Oder zumindest 10 Leute müssten durchgucken, die das Video dann liken. Weil das ist ja auch nicht immer so nice. Und ja, da bin ich mal gespannt. Oder ob die halt sealed bleibt, die Box. So, Christian Romero für Argentinien. Was ist denn hier passiert, Alter? Das ist aber Heidewitzka, Herr Kapitän. Da steht ja gar nichts drauf. Das müsste theoretisch, warte mal, hier, Score. So müsste das aussehen. Und so sieht's aus. Okay. Kriegt man dicke Beschwerde-Mail nach Panini schicken, was das soll. Gibst du so teuer Geld für aus und dann kriegst du sowas. So, weiter geht's. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Fernandes. Fati. Guck mal, ja, dann haben wir den Romero nochmal. Sehr schön. N'Golo Kanté. Dimitri Payet.
Bremer, Martinez, Robertson, Rodri, All Hands Team Argentinien, Emiliano Martinez. Da kommst du hin. Und das ganze Zeug hier bricht zusammen. So. Muss mal den Müll dahin. Guck mal hier, nächster. Kai Havertz. Ein nächster Deutscher. Diaz. Rafinha. Jamal Musiala. Schon wieder Germany. Danilo. Toni Kroos. Bruno Fernandes. He Chang Wang. Und N'Golo Kanté. Nicht nummeriert. Wieder nur die normale Wave-Karte. Ich nenne es einfach mal Wave-Karte. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich kenne mich damit doch nicht aus, Leute. Mir macht es einfach nur Spaß, die Booster zu öffnen. Und das sollte auch so sein. So, Kunde ist König. Martinez. Fernandes. Ederson. Nunes. Rabiot. Und dann haben wir die nächste Karte. Nicht nummeriert. Doch, nummeriert. Zu 25. Juan Cuadrado. Cuadrado. Sehr schön. Dann haben wir jetzt unsere dritte nummerierte. Ich glaube, das war's schon. Oder kommt da noch eine? Ich weiß es nicht. Aber es sieht sehr schlecht aus, dass wir hier ein Autogramm drin haben. Tatsächlich. Weil das ist die drittletzte oder der drittletzte Booster. Ich denke mal, da wird nichts mehr kommen. Kimmich, Saka, Rebic, Malacia, Angel Di Maria. Oh hier, den habe ich als Black Card tatsächlich bei Match Attacks. So, dann haben wir einmal Anthony Breakthrough Karte. Vorletzte Booster, Leute. Und dann war es das auch schon. Dann war es das auch schon. So, weg damit. Dann haben wir schon wieder den Angel Di Maria. Llorente. Zu viele Karten. Schon wieder ein Deutscher. Yusufa Moukoko. Silva. Mbeumo Huang. Mahrez. Christopher Adjeri. Wojciech Szczęsny, Scotty, Mohamed Salah. Sehr schön. So Leute, letzte Booster. Oh, guck mal, das will schon gar nicht. Das bedeutet vielleicht was Gutes. Das bedeutet vielleicht was Gutes, wenn es schon aus meinen Händen flutscht. So. Zack, zack, zack. Dann Kutschta, Montiel, Gavi, Alvarez, zu viele Karten wieder, Gosens, Klaus, Locatelli, Raphael Varane, Jota und dann haben wir einmal Harvard Elliott. Ist das unsere letzte nummerierte? Nein, das ist die letzte Wave-Karte. Und Leute, das war's dann auch schon. Dann würde ich sagen, 10 Likes auf das Video, Abo würde ich mich auch freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und tschüss.